Mission werden die Gegner natürlich stärker. Und Produktion abgeschlossen. Was ist denn jetzt für komisches Geräusch? Grund. Keine Ahnung. Und Funkturm? Achso, Flammenwerfer, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, in späteren Missionen gibt es dann Zeitlimits. Und ja, zum Beispiel 16 Minuten und dann muss man die Mission halt in 16 Minuten schaffen. Sonst hat man es ja nicht geschafft. Wie er das jetzt gedacht hätte. Und wenn ich am Ende noch Zeit habe, werde ich natürlich noch wegen was erforschen. Und wir kriegen Videos. Waffenforschung abgeschlossen. Genau. Sieht ziemlich groß aus, die Kugel. Egal. Da steht noch, was verbessert wurde. Also Maschinengewehrverbesserung. Maschinengewehrprojektile mit gehärtetem Mantel. Erhöht Schaden von Maschinengewehren. Und die Maschinengewehre werden automatisch aufgerüstet. Waffenforschung abgeschlossen. Da haben wir praktisch dasselbe nochmal. Also, selbe Verbesserung ist ja Verbesserung fürs Maschinengewehr. Und da haben wir Flammenwerfer, der auch mit Kugeln betrieben wird. Genau. Der verschießt Propylenoxidgel, was auch immer das sein soll. Und da können wir jetzt eine neue Einheit basteln. Genau, neue Einheit. Mit unserer gigantischen Auswahl können wir jetzt schon zwei Einheiten basteln. Die, naja, sich nicht wirklich unterscheiden. Also der Flammenwerfer macht fast doppelt so viel Schaden, für ist aber die Reichweite und Munition stark begrenzt. Deswegen ich wohl erstmal auf Flammenwerfer verzichten wird. Wie? Fertig gebaut? Ja gut, bauen wir noch zwei Flammenwerfer in jeder Fabrik. Warum nicht? Ach ja, kann man ja wieder nicht bauen, dann muss man jetzt wieder warten. Was sind das? 23 Einheiten? Oh, speichern wir erstmal, bevor wir angreifen. Sonst wird nachher wieder alles aufgerieben und ich stehe dumm da und darf die Mission nochmal machen. Ja. Das würde euch gefallen, ne? Wenn ich jetzt erstmal richtig vernichtet schlafen werde und mir denke, boah, scheiße, fegt sich doch ins Knie. Wahrscheinlich posten sowieso wieder irgendein über Pro 3037 Spieler. Was wurde geborgen? Ach, Artefakt wurde geborgen, achso, okay. Ich dachte schon, ich will jetzt irgendwas Wichtiges von mir. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah, geil. Ausgelöscht. Scavenger-Basis entdeckt. Explodiert immer so schön die Basen. Wirklich schön. So, Technologien. Ah ja, den Turm können wir jetzt erforschen. Wachturm mit Maschinengewehr. Enorm nutzlos später. Aber wir sind erst am Anfang und muss es eben reichen. Komm, produzieren wir nicht schneller. Oh, ich bin noch bei einer halbfachen Geschwindigkeit. Ah, geil. So, jetzt killen wir da unten noch schnell die ganze Infanterie, wo da rumläuft. Oder kommt, wenn wir da runterlaufen. Und wie immer in diesem Spiel sind die Einheiten, die am kaputtesten sind, ganz vorne. Ja. Naja, das war einfach so klar. Deswegen verliere ich die ganzen guten Einheiten, weil die alle vorne sind. Und, nein, warte weg! Ich will die Basis noch nicht zerstören, ich muss noch nicht forschen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen etwas langweilig, aber ich spiele auch schwer und da möchte ich gut ausgerüstet sein. Und wir können Türme bauen. Produktion abgeschlossen. Maschinengewehr. Und damit sichern wir jetzt erstmal alles. Und Produktion abgeschlossen. Hopp, ich fährst jetzt dahinter. Du fährst jetzt dahin. Wir zwei fahren auch dahinter. Ihr sollt nicht so weit vorfahren. Ich fahr doch gleich noch die Feinde hier Basis, nein, lasst euch zusammenschießen. Gut. Dann bauen die jetzt noch zwei LKWs. Brauchen wir immer. Ich baue schon wieder abartig viel Zeug, glaube ich. Das ich wahrscheinlich nie brauchen werde, aber egal. Deswegen wieder nachfahren würden und Kettenraucher. Das ist. Guckt euch mal an, wie übel die rauchen. Das ist
Es kann nicht gesund sein, so viel Zigaretten halt zu rauchen. So, aber die spielen da irgendwie mit ihrem Fernlicht. Ja, was hab ich für eine geile Armee? Lasterfahrer, die besoffen mit ihrem Fernlicht spielen und Kettenraucher, die meinen Panzer fahren oder Jeeps oder was auch immer das jetzt sind. Vipers. Warum geht er nicht mehr als 1,5 Vollgeschwindigkeit? Warum? Ich habe wieder gar keine Energie. Ja, geil. So, und es fliegt doch schon wieder in meinem Zimmer rum. Ich hasse es. Ich hasse es. Puh, ihr geht mir auf die Nerven, wisst ihr das? Das ist wie so Mückenstiche. Mückenstiche, ja. Was weiß ich, Stiche von irgendwelchen kleinen Viechern und man kriegt seine Tod und. Okay, noch ein Turm. Brauchen wir später noch, in der zweiten Mission. Die ich heute nicht mehr spielen werde, nein. Mir reicht es, wenn ich die ersten zweimal spielen darf. Und mehr als 1,5 Fahrgeschwindigkeit ist wohl nicht. Einer, genau einer fährt immer vor und schießt auf den Feind und dann verrecken sie und ich wundere mich, wo meine ganzen Einheiten sind. Mann. Hopp, fahr da mal dahin. Weil sind da weniger Gegner. Muss dem Gegner da irgendwann mal die Energie ausgehen oder so? Der hat doch noch Ölturm. Nö. Produktion abgeschlossen. Ja, ist der kommen und dann wieder abhauen. Ja, feige Sau. So, was ist abgeschlossen? Produktion, welche? Produziere so viel. Ja, es sind immer noch 25 Einheiten. Eigentlich schon wegen befördert? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn sie nur reparieren könnte, aber das kann ich erst in der zweiten irgendwann. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Jawohl, jawohl, was ist denn alles fertig? LKW-Fahrer, jawohl. Noch so besoffener Penner. Da, spiel eng mit deinem Fernlicht. Und da oben ist auch fertig. Bauen wir noch ein. Bauen wir es ein. Wir haben ja die Energie. Überhaupt keine. Oh, es ist so unglaublich geil. Oh, und mir tut der Hals weh. Warum tut mir der Hals so weh? Von der Arbeit glaube ich noch. Oh, ich sollte weniger arbeiten. Mal meinen Chef vorschlagen. Ich sollte weniger arbeiten, weil mir mein Hals sonst immer weh tut. Wenn ich dann abends Let's Plays aufnehme. Da würde er bestimmt zu mir sagen, ja, das verstehe ich und deswegen gebe ich dir einen Monat extra Urlaub. Yeah! Das ist mein Chef einen Monat extra Urlaub geben. Der war gut. Oh ja! So schnell. Und es geht nicht mehr als 1,5-facher Geschwindigkeit. Ich könnte kotzen. Ja. Egal. Erkläre ich noch was zum Spiel. Wir sind gerade im Moment das Alpha-Team. Soweit ich gelesen habe. Konstruktion, welche? Ah, die da. Du hilfst dem da. Vier. Konstruktion abgeschlossen. Mach mal 10. Was wollte ich sagen? Wir sind gerade momentan das Alpha-Team. Dann gibt es, glaube ich, noch zwei andere Teams, deren Namen ich jetzt alle vergessen habe. Ich glaube, irgendwie Beta und Gamma oder keine. Ja, die üblichen Bezeichnungen irgendwie so, ne? Ah, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Und dann wird das Spiel natürlich auch noch schwerer. Wie überraschend, ein Spiel wird später schwerer. Damit hat jetzt niemand gerechnet, oder? Moment, wir machen das. Da. Nein. Was mache ich denn? Bin ich blöd?
Warum stelle ich die Frage jetzt überhaupt? Ich kenne doch die Antwort schon. Egal. Ach komm. Oh. Ich stelle fest, ich habe keine Energie. Wie geil ist das denn? Ja, komm. Die haben noch Ölfässer da unten. Oh, wie gern hätte ich die jetzt. Oder noch so 20 Bordschirme. Oh, das ist ja schön.